Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Grummel Grummel. Heute wird es ein bisschen quick and dirty. Und müde vor allen Dingen noch. Und es geht um Postboten. DHL-Männchen. Grüne Männchen. Wie auch immer ihr sie nennen wollt. Es geht um die Leute, die die Pakete und Briefe zu den Menschen bringen. Liebe Paketzusteller. Wenn ich, auf meine Lieferung schreiben lasse, bitte abgeben bei Wenn-Strich, Name meiner Frau, weil es vielleicht noch einen anderen, namentlich Wendt, in meinem Haus gibt, dann hat das durchaus seinen Sinn. Denn es ist schon unter anderem ein- oder zweimal vorgekommen, dass das Paket dann beim falschen Wendt abgegeben wurde. Dieser andere Herr Wendt ist leider ein mächtiger Harzer. Was bedeutet, er ist immer zu Hause, er kifft den ganzen Tag und sieht auch ein bisschen schmuddelig aus. Es ist immer recht unangenehm, wenn ich da hochwackeln muss, um mir meine Pakete von besagten Herrn Wendt abzuholen. Es ist ein bisschen unschön. Ja? Deshalb schreibe ich extra immer drauf, wo genau die Pakete abzugeben sind, die für mich gedacht sind. Und das ist auch gar nicht so schwer. Ich wohne auch gar nicht in der 7. Etage oder so, wo man denkt, hey, okay, ich kann es verstehen. Du wirst schlecht bezahlt, ja, dein Job ist scheiße, du hast keinen Bock bis in die 7. Etage mit dem Fahrstuhl zu fahren oder mal Treppen, wenn es kaputt ist, ja, um da ein Paket abzugeben. Also gibst du es beim Nachbarn XYZ ab. Nein, das ist Hochparterre. Das ist nicht so schwer. Ja, gar kein Problem. Auch wenn du sportlich bist oder dick oder alt oder jung oder eine Frau. Das schafft wirklich jeder. Ja. Keine Ausrede erlaubt an der Stelle. Meine Klingel ist auch so ziemlich die erste, die man sieht. Ja, kann man eigentlich gar nicht verpassen. Und was dann noch schlimmer wird, ja? Mal angenommen, ihr versucht bei Herrn Wendt zu klingeln und seid der Meinung, es ist keiner da, obwohl Herr Wendt den ganzen Tag zu Hause war, weil das Paket wichtig war und er darauf gewartet hat. Ja? Und Herr Wendt muss dann überraschenderweise feststellen im Internet, oh, die Lieferung ist ausgeliefert worden, aber war nicht anzutreffen, der Herr Wendt, deshalb wurde es beim Nachbarn abgegeben. Fickt euch. Einfach nur fickt euch. Ich war den ganzen Tag zu Hause. Ja? Und dann seid ihr auch noch so clever gewesen und habt den Zettel, den man benötigt, um dann beim Nachbarn sein Paket abzuholen, nicht bei mir in den Briefkasten zu schmeißen, sondern bei dem falschen Herrn Wendt. Danke. Damit hatte ich nicht mal einen Beleg. Sodass ich, als ich dann beim Nachbarn geklingelt habe, nachdem ich bei euch in der Zentrale angerufen habe, um herauszufinden, bei welchem Nachbarn ihr das abgegeben habt, da hat mir dann dieser entsprechende Nachbar gesagt, nee, tut uns leid, ohne diesen Zettel können wir Ihnen das Paket nicht geben, weil wer weiß, ob Sie der richtige Herr Wendt sind. Danke, lieber DHL-Mann, für diese unaufgeforderte Abenteuerreise ins Schlaraffenland. Fick dich. Nochmal, einfach nur, fick dich dafür. Hat ein bisschen für Ärger bei mir gesorgt. Ich bin äußerlich vielleicht gerade ein bisschen entspannt, obwohl es ziemlich früh am Morgen ist. Ja? Aber innerlich bin ich schon der Meinung, du bist ein Spast. Arschloch. Tja. Egal, ich habe mein Paket jetzt. Nachdem ich meinen Ausweis vorgezeigt hatte, habe ich dann mein Paket vom Nachbarn bekommen. Ich bin gespannt, ob der andere Wendt dann nochmal mit dem Zettel ankommt, um zu versuchen, sich ein Paket abzuholen, was niemals für ihn bestimmt war. Woher soll er es denn wissen? Ja. Am Arsch. Schön, dass ihr da wart. Ich lege mich jetzt wieder ins Bett weiterpennen. Und hoffe, euch dann beim nächsten Mal hier wieder zu sehen, auch wenn meine Augen quasi gar nicht offen sind, wenn es hier weitergeht bei Grummel Grummelt. Und mal gucken, worum es dann geht. Vielleicht Blübchen flippen. Tschüss.